Hallo und herzlich willkommen zu dieser Führung durch die Ausstellung Ons Schober vor, ein Jahrmarkt wie kein anderer. Wir werden diesen Rundgang durch die Ausstellung in mehreren Etappen durchführen. Und in der ersten Folge gehen wir zunächst auf die europäischen Traditionen der Festkultur ein, um dann die Anfänge, die Ursprünge der Schober vor näher zu beleuchten und deren Entwicklung bis hinein ins 20. Jahrhundert. Wenn wir heute von der Schoberfauer sprechen, dann bezeichnen wir sie oft als Kirmes oder wir vergleichen sie auch gern mit dem Oktoberfest, das vielleicht bekannteste Volksfest der Welt. Aber eigentlich ist das historisch nicht ganz richtig. Viele der heutigen Volksfeste, die wir so kennen, die kommen schon aus dem Mittelalter. Andere sind viel jünger und kommen aus ganz anderen Traditionen. Um das mal kurz ein bisschen aufzudröseln, haben wir hier vier Vitrinen mit Beispielobjekten, um diese verschiedenen Traditionen ein bisschen zu charakterisieren. Zum einen gibt es Traditionen, die, wie gesagt, ins Mittelalter zurückgehen und dazu zählen die Kirmessen. Diese Kirmessen, die stammen, wie das Wort schon verrät, von der Kirchweihmesse. Das heißt, es waren Feste mit religiösem Ursprung, die zu Ehren des Schutzheiligen der jeweiligen Kirche veranstaltet wurden. Bei diesen Messen konnten auch schon Gaukler und Artisten anwesend sein. Da haben sich dann teilweise auch religiöse und weltliche Motive vermischt. Eine andere Tradition, die aus dem Mittelalter kommt, das ist die Handelstradition, mittelalterliche Handelsmessen, die ihren Ursprung nehmen mit dem aufstrebenden Städtewesen, mit dem aufkommenden Handel und dem Verkehr. Und in diese Tradition, da reiht sich auch die Schober vor ein. Aus einer ganz anderen Tradition stammt zum Beispiel das Münchner Oktoberfest. Infolge der Französischen Revolution kam es zu einem Aufstieg des Bürgertums und Herrscher schenkten jetzt ihrem Volk eigene Feste. So zum Beispiel auch beim Münchner Oktoberfest, das ursprünglich aus einer Prinzenhochzeit heraus entstand, nämlich der Vermählung des bayerischen Kronprinzen Ludwig. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte entwickelte es sich dann zu dem großen, vielleicht dem weltgrößten Volksfest, wie wir es heute kennen. Nochmal eine andere Tradition sehen wir hier, verkörpert durch diese Disney-Objekte, die ihren Ursprung auch am Ende des 19. Jahrhunderts hat. Und zwar sind das Vergnügungsorte, die fest installiert sind, also Vergnügungsparks oder Vergnügungsviertel. Die entstanden Ende des 19. Jahrhunderts aus dem Bedürfnis heraus, eben feste Orte zu haben, an denen man sich amüsieren kann. So entstanden zum Beispiel der Wiener Prater als Amüsierviertel in Wien oder auch verschiedene Vergnügungsparks, Lunaparks genannt, wie auf Coney Island. Der bekannteste ist wahrscheinlich Disneyland, der dann Mitte der 50er Jahre entstand als erster thematischer Vergnügungspark. Und heute kennen wir sehr viele in dieser Art davon. Hier kommen wir jetzt zu den Ursprüngen der Schober vor. Und in der Vitrine neben mir sehen wir das älteste Objekt in der Ausstellung. Das ist die Gründungsurkunde von 1340. Im Jahr 1340 hat Johann der Blinde, hier hinter mir zu sehen, der König von Böhmen und Graf von Luxemburg, der Stadt Luxemburg die Erlaubnis gegeben, jedes Jahr einen achttägigen Jahrmarkt abzuhalten und hat auch einige Privilegien erlassen, mit denen die Kaufleute ermuntert werden sollten, auch zu diesem Jahrmarkt zu kommen. Sie wurden von vielen Abgaben und Steuern befreit und es wurde ihnen auch Schutz zugesichert während des Jahrmarktes, 8 Tage vorher und 8 Tage danach. Der Jahrmarkt dauerte 8 Tage und begann jedes Jahr am 23. August, am Vorabend des St. Bartholomäusfestes. Und das ist bis heute auch so geblieben. Auch heute fangen wir die Schober vor immer noch am 23. August an. Dieser Jahrmarkt oder diese Messe, die im Jahr 1340 ihren Ausgang nahm, wurde relativ schnell ein Erfolg.
sowohl regional als auch überregional. Und dazu trug ihre sehr, sehr günstige Lage bei. Wir sehen hier auf dieser Karte eine Straße, die von Norditalien über Straßburg und Luxemburg bis hoch nach Brabant und Flandern führt. Das ist die sogenannte Lampartische Straße, eine Fernhandelsstraße, auf der Händler ihre Waren von Italien eben in den Norden brachten zu den großen Handelsstädten und Handelsmärkten. Und dadurch, dass Luxemburg da sehr, sehr günstig gelegen war, kamen auch viele Händler zu der Schober vor und trugen so zum Erfolg der Messe auch bei. Wir wissen, dass die Zünfte der damaligen Zeit in die Organisation der Schoberfauer auch eingebunden waren, vor allem die Zunft der Wollweber. Leider haben wir aus der Anfangszeit der Schoberfauer keine Abbildungen von der Stadt Luxemburg oder sogar von der Schoberfauer. Deswegen haben wir in diesem Raum auf Abbildungen zurückgegriffen, die andere Städte zeigen, die aber ja, ähnliche Motive eben zeigen. Jahrmärkte und Handelsmessen aus dieser Zeit, dem 14. und 15. Jahrhundert. So sehen wir hier hinter mir Abbildungen von Wollwebern und auch von Kaufleuten, die Tuche verkaufen. Wir wissen, dass luxemburgische Tuche sehr begehrt waren und auch auf der Schoberfauer gehandelt wurden. Und sie erhielten sogar ein spezielles Siegel. Das sehen wir hier anhand dieser Tuchplomben. Damit wurde eben die luxemburgischen Tuchwaren versiegelt und ja, ihre Güte eben gewährleistet. Wir sehen hier zwei Abbildungen von Märkten, die einen Eindruck geben, wie die Schoberfauer ausgesehen haben könnte. Also beide Abbildungen sind auch aus derselben Zeit wie die Gründung der Schoberfauer und zeigen dieses Jahrmarktsleben, das Handeltreiben. Und wir sehen zum Beispiel auch, dass Tiere hier gehandelt wurden. Auch das war bei der Schoberfauer der Fall. Hier auf dieser Seite sehen wir einen Tuchmarkt. Das ist ein großer Tuchmarkt von Sertogenbosch in Brabant. Und auch da kann man Annäherungswerte erhalten, wie es etwa bei der Schoberfauer ausgesehen haben mag. Wie gesagt, von der Fauer selber haben wir leider keine Abbildung, aber diese, die wir aus vergleichbaren Städten gefunden haben, die geben einen guten Eindruck davon, wie dieser Jahrmarkt ausgesehen hat. Wir wissen, dass die Schoberfauer nach ihrer Gründung ein Erfolg wurde, dass sie sogar überregionale Ausstrahlung hatte. Danach, was in den Jahrhunderten danach passierte, wissen wir leider nicht mehr so viel, weil uns einfach die historischen Quellen fehlen. Allerdings haben wir ein sehr interessantes Dokument aus dem 16. Jahrhundert, wo Abt Jean Bertels die Messen im Luxemburger Land auflistet. Und für die Stadt Luxemburg listet er hier auch die Schoberfauer auf. Das heißt, wir wissen, dass die Schoberfauer stattgefunden hat und wir gehen auch davon aus, dass sie die ganze Zeit stattgefunden hat. Und das auch weiter dann bis im Grunde bis heute. Was wir auch erfahren aus dieser Liste ist, was auf der Schoberfauer gehandelt wurde. Ich hatte schon das Tuch erwähnt. Wir gehen auch davon aus, dass Wein auf der Schoberfauer gehandelt wurde. Und hier in diesem Messeverzeichnis wird auch von Tieren gesprochen, also Pferde, Schweine, Kühe. Die werden auch auf der Schoberfauer gehandelt. Weiterhin erfahren wir aus einem Dokument aus dem 18. Jahrhundert, dass die Schauboden und die Verkaufsstände versteigert werden. Das heißt, wir wissen, auch hier gibt es eine Regelmäßigkeit. Und aus einem anderen kaiserlichen Erlass, ebenfalls aus dem 18. Jahrhundert, erfahren wir, dass die Spiele und die Vergnügungselemente auf der Fauer geregelt werden. Das heißt, daher wissen wir, dass es schon eine Vielzahl von Spielen gibt. Und wir stellen auch fest, dass im 18. Jahrhundert nach und nach ein Prozess einsetzt, dass es immer mehr von diesen Vergnügungselementen gibt, von Schaustellern, Artisten, die auf diesen Jahrmarkt kommen und dass das Handelselement immer weiter in den Hintergrund tritt. Dieser Prozess, der geht über einen längeren Zeitraum und
Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, da sind wir dann an dem Punkt, wo die Schoberfauer wirklich dieses Volksfest, dieses Vergnügungsfest geworden ist, wie wir es heute kennen.